Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play mit Dan Germany. Ich habe mir mal einen neuen Start gegönnt, weil ich eigentlich schon mal ein riesen langes Let's Play aufgenommen hatte. Wobei dann habe ich mir gesagt, naja, viele Fehler gemacht und so weiter, kann man besser machen, kann man besser erklären. Also ein neuer Start. Ich habe auch direkt noch nicht gespeichert im Spiel, das ist also wirklich da, wo ich rauskomme. Das heißt, wir fangen im Prinzip bei 0 an. Und das hat ja auch mal Vorteile. Da kann ich euch gleich sagen, wie man am besten anfängt. Wir kommen raus auf der Karte und zwar hier. Da. Unsere Basis wird sein hier. Unsere Minen. Die sind nämlich immer gleich verteilt hier. Hier ist wird unsere Kupfermine sein. Da wird unsere Kobaltmine sein und hier unsere Aluminiummine. Das heißt, wir haben im Endeffekt mit unserem Wagen einfach nur eine Dreifachrunde zu laufen. Und das ist natürlich die optimale, auch von der Entfernung her, ne? Perfekt. Gut. Ich musste gerade abbrechen, ich habe irgendwie in dem ersten Dorf keine Technologie, nur eine Technologie gefunden und da habe ich mir gesagt, okay, nochmal. Hoffentlich ist sie jetzt da. Und ich war einfach nur zu blind. Und wenn man da eine halbe Stunde rumrennt, dann hat man irgendwie auch keinen Bock mehr. So. Optimalen Start hat man natürlich hier. Oder auch hier unten, bin ich auch schon mal rausgekommen. Weil man hier unten zwei Dörfer hat direkt. Eins ist hier und eins ist da. Das heißt, ich laufe jetzt hier runter, mache das Dorf, suche die beiden Technologien, gehe dann weiter, übernachte irgendwo, vielleicht hier am See. Gehe dann weiter zum nächsten Dorf, hole mir die anderen beiden Technologien und vielleicht habe ich dann auch genug Materialien schon zusammen, um mir einen Wagen zu bauen, dass ich zwei Kisten gleich mitbringen kann. Aber wir müssen erstmal einen Anfang haben, das heißt, wir brauchen erstmal eine Kiste. Ich habe die Grafikeinstellung bewusst so gewählt, man kann das Laub auf episch machen, aber gefällt mir eigentlich nicht so, weil man, wenn man Hühner jagen will, die sind ständig in dem tiefen Gras verschwunden. Gut, wir müssen anfangen mit irgendwas, also fangen wir an mit einem Stock und einem Stein und haben eine Axt. Dann fällen wir den ersten Baum. Und bauen uns zuerst mal eine Säge. Und beginnen schon mal ein bisschen zu sägen. Inzwischen zerlegen wir den hier, dann haben wir nämlich Stöcke. Und dann haben wir auch relativ schnell eine Spitzhacke. So, wenn die durch sind hier auf meiner Schulter, dann haben wir auch genug weiter für die Kiste. Können wir schon mal bauen. Die Blaupause, Lager, Kiste. Zack. Und da wir hier noch ein paar Stöckchen liegen haben, können wir nochmal hier einen Stein sammeln da hinten. Ist das ein Huhn? Ne, das ist ein normaler Vogel. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und da wir die Stöcke jetzt gerade aufgenommen haben, haben wir drei Stöckchen. Dann ziehen wir mit Shift und linke Maustaste und sagen dann genau 5 Fasern. Erstmal muss ich mir aus dem Stein eine Steinklinge machen. So. Also. Die sind runtergefallen jetzt. Ne, sind sie nicht.
Okay, drei da, die fünf hat er zusammengepackt jetzt und die Spitze, da habe ich meinen ersten Speer. Der ist jetzt auf der 3. Die Reiter sind fertig. Gut. Den kann ich wegschmeißen, den brauchen wir nicht mehr. Und damit sind wir perfekt vorbereitet, um uns zur ersten Siedlung zu begeben. Das heißt, wir gehen jetzt einfach diese Richtung. Ich hätte mir noch drei Stöckchen mitnehmen sollen. Aber die müssen wir irgendwo finden noch. Was hacke ich noch einen Baum kaputt? Denn man sollte drei Stöckchen dabei haben. In den Häusern findet ihr relativ schnell Knochensplitter. Und dann können wir uns direkt einen Knochenspeer bauen. Der ist natürlich viel effektiver und haltbarer. Einen Stock haben wir schon mal. Tja, bin fast da, aber keine Stückchen hier. Also. Eins, zwei. So, jetzt haben wir genau drei Stückchen. Und nur Fasern, die brauchen wir nicht. Und unsere Kiste. Und dann können wir loslegen. Da müsste gleich das erste Haus sichtbar werden. Hä? Mensch. Na gut, so ein bisschen. Da ist schon mal ein Wendy. Du drei. Ja, Wembies sind eine Mischung aus infizierten Vampiren, eine Mischung aus Zombie und Vampir. Und die haben den Vorteil, dass sie gerne mal Blut robben. Und Kobalterz ist sicherlich schon eine Sache. Falls ich den Bauplan finde für eine Tischkarte, brauchen wir zwei Kobalt. Das wäre natürlich ein Traum. Da könnte man nämlich mit dem Ding anfangen. Wenn wir 10 Nägel finden, können wir so gleich einen Wagen bauen. Wäre auch ein Traum. Also machen wir erstmal hier mit Argusaugen. Da ist nichts. Eisenbrocken. Fischöl nehme ich nicht mit, weil es einfach nur viel Platz wegnimmt und kann leicht hergestellt werden und ihr braucht das nur für eine Lampe. Das brauchen wir für Biodiesel nochmal zwei Nägel. Juhu, und die Nägel summieren sich natürlich. Ja, hier war ich ja gerade. So, das war's, ne? Erstes Haus durch. So, dann würde ich vorschlagen, wir nehmen das Haus als nächstes. Mal gut rausschmeißen. Wie brauche ich? Oder ich brauche zumindest 5, also kriege ich 8 rein. Das kann raus. Das kann raus. Das kann raus. Gegenüber, dann haben wir hier oben abgeschlossen.
einmal die Türen zu, weil Wembys können noch keine Türen öffnen. Leere Dosen habe ich irgendwie noch nie benutzt. Lady Knight. Tja, relativ mager das Gebäude. Gut. Gut, dann nehmen wir jetzt, da wir das Gebäude habe ich noch nicht, oder? Oder ist das, wo ich gerade anstehe? War das. Okay, dann gehen wir jetzt das südliche Haus an. Die gehen immer schnell. Dann nehmen wir jetzt das da. In den Bädern ist meistens nichts, es sei denn, da ist so ein kleiner Tisch drin. Tierfett, Eisenbrocken, also nach unten gucken, Bleierz. Bleierzbrocken auch erst eigentlich später im Spiel. Der größte Vorteil hier an diesem Loot-Vorgang am Anfang ist, dass wir halt viele, viele Samen finden. Kevlar war auch super. Kevlar brauchen wir für einen Helm mit Beleuchtung. Ein Helm, den ich normalerweise dann sofort durchtrage. So, jetzt haben wir fast alle guten Sachen. Elektronische, mechanische, Plastik und Kevlar und Tuch. Und wir kriegen das erste Eisenerz, das braucht man nämlich auch bald. Ohne Ende. So, wir haben das. Das war das kleine, wo wir das schnell durchfahren. Dann kommt jetzt das Haus hier. Und dann noch was da links. Ich will schon mal in Richtung links, und wir wissen, wo es lang geht gleich. Schrauben. Ich würde jetzt gehen wir ein paar Nägel finden. Auf 10 kommen. Ah, Knochenstich später, das habe ich ja gesagt. Ich steppe extra jetzt schon hier 3 Stöckchen, 5 Fasern mit und jetzt kommt dazu ein Knochensplitter. So, jetzt haben wir auf der 4. Wenn der jetzt durch ist hier, der
Steinspeer, der hält nicht so lange. Da ist die erste Bürpause, Batterietech. Wir können also schon mal Batterien bauen, wir können zwar noch keinen Strom produzieren, aber wir können schon mal speichern. Plastik. Ich komme. Da ist noch einer. Und drei Pfeile. Na gut, die bringen uns auch noch nichts. Ohne Pfeile. Ohne Pfeile kein Köcher und ohne Köcher keine Pfeile. Gut, das wäre das letzte Haus. Hä? Warum ist die Tür offen? Ah ne. Das war das falsche Haus. In eine andere Richtung. Oh, ich hätte mich vorher leer machen sollen. Aber die brauche ich nicht. Die kann ich mir bei Bedarf auch herstellen. Tuch ist immer super. Hier echt viel Rindenmulch. Okay, das war's. Also hier ist nichts. Ich habe sie auch liegen lassen können. Nägel haben wir S4, aber schon 7 Schrauben. Ja, gut, die habe ich mal reingepackt, dann nehmen wir weiter mit. Gut, dann geht die andere Seite weiter. Gehen wir am besten erstmal hier hin. Dann sehe ich auch schon den Truck stehen. Das ist dann quasi Endgame. Mal gucken. Ja, richtiges Haus. Ein Kabel. Was ist meine Küche? Knochen. Brauchen wir auf jeden Fall für Knochenpfeile später, wenn wir mal die bessere Werkbank haben. Kevlar ist super, haben wir jetzt 2. Und wir brauchen insgesamt 6 davon. Okay, jetzt haben wir noch Erdgeschoss durchgucken, Federn. Aber keine Technologie. So, aber das Kabel noch mitkriegen ist natürlich sehr, ich kann die wegschmeißen. Die kriege ich ja bei jedem Baum. Dann kann ich das da runterpacken und das da hinpacken, den noch hochschieben. So, die Knochen fehlt noch hier. Die Knochen sind natürlich schwer. 3 sind noch 3 Kilo. Aber später muss ich die eventuell ersetzen. Okay, passt nichts mehr rein. Den kann ich noch anpacken. Die Federn. Okay. So, dann machen wir jetzt am besten das Haus da hinten oder so.
Diese Erste-Hilfe-Kits sind auch unglaublich praktisch, weil die halt wirklich viel heilen. Wenn ihr mal irgendwie angegriffen werdet und müsst euch dann zurückziehen in ein Haus, zum Beispiel vom Bären einmal erwischt, dann könnt ihr so ein Erste-Hilfe-Kit immer gut gebrauchen. Für die Seile hätte ich nicht mitnehmen sollen. Schienen nehme ich nie mit. Ich habe mir bisher zweimal das Bein gebrochen im Spiel. Ja, dreimal. Aber es war eigentlich immer nur Dummheit. So einen Freudensprung gemacht, von wegen irgendwas Geiles gefunden. Das brauche ich nicht. Ja, und dann Bein gebrochen. Kann man aber ganz einfach herstellen. Gut, dann machen wir jetzt das Haus. Ich muss aber unbedingt die Technologie finden hier. Letztes Mal war die einfach nicht da. Ey, Nagel 10, das ist natürlich ein Traum. Das heißt, Leute, wir können uns eigentlich einen Wagen bauen. Dritte Kämpfer. Kevlar. Das kann weg. Nägel dazu, das dazu, das dazu, das dazu. So, jetzt das Haus quasi in der Mitte hier. Kann man eigentlich hier irgendwas mitmachen? Nee, ne? Ja, trockenes Ziegel nehme ich eigentlich nie mit. Das war jetzt eher so ein Reflex. Aber auch wieder mal keine Technologie, ne? Die Schweiße geht weg. Kein Platz für. Gut, wir haben noch die beiden Häuser im Süden, ne? Einmal das am Track. Hier war ich schon. Mich wieder aus Versehen gedreht. Ach nee, wir kamen von unten. Ja. Dann haben wir das da hinten auch schon, ne? Ja, die Tür ist offen. Die Tür ist auch offen. Ja, dann das nächste Haus nämlich jetzt hier links. So. Die Tür ist auch offen. Gut. Dann das nächste Haus wieder links.
Hier liegt ein Vogel. Okay, wir trinken mal eben was. Oh, bin überladen. Aber hier ist auch nichts. So, bleibt ja nur noch jetzt zwei Häuser. Beim letzten Mal habe ich zweimal geguckt, aber nur halt die eine Technologie gefunden. Im Haus. Ja, seine brauche ich nicht. Tja, wir sind ziemlich voll. Und die Knochen werden immer schwer. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich könnte auch den rausnehmen. Und irgendwelche Samen, da kann ich dafür zumindest dann den rüberschieben. Bringt uns etwas Gewicht. Ja, fehlen auch die beiden nördlichen Gebäude. Jetzt bin ich gespannt. Hinter ist hier drin, aber das ist ein Flachhaus. Da gibt es eine Kaminbaupause drin. Oh, ich habe keinen Platz mehr. Oh, die kann ich mal wegschmeißen. Aber den Rest, das wird schon schwierig. Blei könnte ich wegschmeißen. Bleierz kriegt man in unserer Mine wäre auch immer schön. Geht auch nicht. Geht auch nicht. Ne? So, jetzt ist er schnell kaputt, haben wir ein bisschen mehr Gewicht. Und ein bisschen mehr Schaden. Eine Feder. Dann werde ich mal eben mein Inventar umsortieren. Jetzt nämlich die Axt, den hier auf die 3, den auf die 2, den auf die 1. Schrauben. Ja, eigentlich gibt es ja nur noch ein einziges Haus. Und ich bin einfach blind. Theoretisch nur noch dieses Haus. Jetzt wird es so dunkel, dass wir eigentlich schon unser Nachtlager aufschlagen sollten irgendwo. Da ist er. Ha, Webstuhl. Oh, das ist natürlich ein Traum. Das ist eigentlich mal der beste Start, den man mit haben kann, wenn man den Webstuhl am Anfang findet. Lehmerde. Hat er weggeworfen.
Natürlich jetzt sehr dunkel. Geht's auch nach oben noch? Ne, der Dachboden ist hier schräg, also geht's nicht nach oben. Aber wir haben auch alles, was wir haben wollten. Das heißt, es wird Zeit für ein Nachtlager, wenn ich die Tür finde. Nehmen wir die so lange. Die Truhe ist aber auf der anderen Seite. So, jetzt gehen wir nach genau da. Eigentlich reichen 3 Stiche. Eine Ölkanne, sehr schön. Gut, und jetzt gehen wir einfach rechts zum See. Mann, wo kommen die alle her? Noch eine Ölkanne. So, hier ist unser kleiner Tümpel. See wäre ja ein bisschen... bisschen sehr speichelhaft. Gut, packen wir erstmal ein Fundament hin. Dann brauchen wir, ich würde mal sagen, auch wieder hier 3 Sägen vielleicht. Dann brauchen wir, müssen einiges bauen. Das wird dann unsere Außenpostenbasis quasi am See. Oder da wir nochmal irgendwann wiederkommen, um den LKW zu holen. Puh, ich dachte schon, ich werde bekloppt hier, weil keine Technologie, nur eine Technologie. Die Batterie hatte ich vorhin auch gefunden, aber die anderen nicht, ne? Die Webstuhl. Und die Webstuhl ist natürlich am Anfang total geil. Dann kann ich nämlich relativ schnell die Krokodile angehen und mir den großen Rucksack machen. Wir rollen natürlich jetzt runter. Bin ich. So, jetzt noch den kleinen hier fällen. Dürfte fast schon reichen, was Holz angeht. Auch voll. So, die Truhe. Mal gucken, ob ich da oben was auslagern kann. Das hier kann ich noch als... Oh, Rindenmulch. Hm. Ich schmeiße einfach mal weg. Ich finde ich nochmal wieder zum Feuer. Anfeuern. Ich brauche jetzt nämlich hier... Das kann auch weg. Platz für Bretter. Eins, ne? Gut, darauf baue ich jetzt das Bett und daneben noch ein Feuer. Verzierbares Möbel, Bett und verzierbares Essen, Feuerchen. Muss nicht da oben drauf stehen, das kannst du überall hinstellen.
So, da brauche ich auf jeden Fall Steine und Feuerholz. Reicht aber eigentlich auch drei Baumstämme fällig, denke ich mal. Eigentlich zwei. Schmeiß ihn mal dahin. Ernten. Ernten. Eins. Das gibt das Stückweise jetzt. So, jetzt haben wir noch 10 Steine. Kassen, wenn ich voll. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, und da brauchen wir jetzt noch 6 Bretter. Die sollten wir eigentlich noch in unseren Sägen haben. Ich kann das ja wieder rein, wo ich reingeschmuggelt. 5. So, und wir schlafen mal eine Runde. Hier unten ist die Energie, die geht gerade hoch. Und gegen 6:30 Uhr wird es auch wieder hell. So, den nehmen wir jetzt noch mit. Schmeißen ihn irgendwo drauf, denn ich kann mir jetzt, und das ist halt auch ganz geil gewesen, durch unsere ausgiebige Lootrunde, wenn wir uns jetzt hier einen Wagen bauen. Und dann gleich noch eine Kiste daneben. Braucht natürlich noch ein bisschen Holz, aber erstmal nehmen wir hier die Stöckchen, die schmeißen wir ins Feuer. Ja, nach der Nacht ist man immer dehydriert, deswegen habe ich auch das Lagerfeuer gebaut. Wir wollen gleich weiterziehen zur nächsten Ortschaft. Aber ich denke mal, jetzt können wir schon mal erfolgreich speichern. Denn das war jetzt das erste Speichern seit Spielstart. Und wir haben es geschafft. Wir haben tatsächlich die Webstuhltechnologie am Anfang gefunden. Freut mich total. Denn dann bleibt gar nicht mehr so viel zu tun für uns. Können wir die Krokodile nämlich ziemlich zügig angehen. Jetzt mal voll mit Wasser, damit wir auf komplettes Wasser kommen, wenn wir losziehen, plus eine volle Pulle. So, habe ich die 10 Nägel noch am Mann? Mal schauen. Nee. Schraube, Nägel, da, 14. Nehmen wir uns 10 Nägel raus, damit wir gleich nicht wieder Platz brauchen. Hat nicht ganz gereicht. Generell reicht ein Stock, Leute. Ein Stock reicht, um einmal Wasser oder auch einmal Fleisch zu. Ach, das ist ausgegangen. Wegen Wetter. Kein Dach. Das ist natürlich mal doof jetzt.
Denn ich wollte eigentlich jetzt kein Dach bauen, aber da muss ich wohl. Ja, Konstruktion Wände. Und Feuer ist im Weg, okay. Ja, so. Ja, da müssen wir noch einmal fällen, leider. War so nicht geplant. Aber wenn das Feuer ausgeht, dann haben wir natürlich kein Wasser. Und wir brauchen eine gute Marschverpflegung. Gut, wir müssten eh fällen, weil wir noch den Wagen bauen wollen. Der braucht noch einen Holzscheit. Wir haben da unten noch. Aber wir brauchen eh noch mehr. Einer ist noch ins Wasser gekullert. Egal. Der kann Platz, weil Mr. Mulch wieder mal dich im Weg gestellt hat. So, jetzt hier in den Funden Nägel reingepackt. Yay, wir haben einen Wagen. So, jetzt bauen wir noch das Dach, damit das Feuer weiter brennen kann. Aber das habe ich auch noch nicht geschafft. Okay, ich habe es noch nicht so oft neu gespielt, das Spiel, aber dass ich mit einem Wagen und zwei Kisten ankomme, das ist auch neu. Aber gut, vor allem können wir jetzt in der nächsten Stadt auch noch mehr mitnehmen. Jetzt brauche ich noch erstmal Holz hier unten, damit ich wieder passt. Dann baue ich jetzt noch oben drauf ein Dach. Ich hoffe, das geht, weil es irgendwie falsch rum aus. Decken. Geht. Okay. Weiter dazu. So, jetzt sollte das Feuer wieder brennen. Yay! So, wie viel Butter haben wir noch? 1, 2, 3, 4. Wochen 8. So, haben wir noch 4. 1, 2, 3, 4. Sehr schön. Dann haben wir die Truhe, die legen wir auf den Wagen. Aber die Truhe, die legen wir auch auf den Wagen. So, denk mal, alles was hier nicht reingepasst hat, passt jetzt dann in die nächste. Die brauchen wir nicht. Nur Gewicht momentan. Wir müssen natürlich noch einen zweiten Knochenspeer machen, jetzt als Reserve. Das machen wir auch. Ja. Wir stellen Ärzte rein. Jetzt packen wir mal 10 rein, dann bleibt eins übrig. Verbände. Gut, nur drei Stückchen.
Eins. Zwei. Eins. Dann werde ich eben nochmal umstricken, dass ich den auf die 4 lege, den auf die 3. Super, und das Wasser ist fertig. Jetzt trinken wir erstmal einen. Dann trinken wir nochmal einen. Und dann trinken wir noch, dann nehmen wir noch einen vollen mit. Dann haben wir noch eine Pflanze gesehen, die nehme ich auch noch mit. So, cool. Ja, keine Zwischenbasis, rein provisorisch, aber hält. Gut, dann geht's weiter. Im Prinzip können wir direkt Richtung Osten laufen. Das Dorf brauchen wir eigentlich ja nicht mehr. Vorhin ist lustigerweise zwischen den ersten beiden Rand. Ich bin ja nochmal durchgelaufen, weil ich ihn nicht gefunden hatte. Da war alles respawned schon. Das ist. Ist das jetzt auch so? Muss mal gucken. Nee, ne? Gehen wir mal auf der anderen Seite. Ich meine, da auf der anderen Seite von der Stadt. Nee, machen wir nicht. Wir gehen weiter. Wir ziehen einfach weiter Richtung. Da war noch ein Kürbis, aber egal. Wir bräuchten eigentlich Fleisch. Deswegen geht unsere Ausdauer auch so runter. Wegen unserer fehlenden Kohlenhydrate. Also ein Stück Kaffee. So, wie lange spielen wir denn schon? 48 Minuten, ne? Ich denke mal, wenn wir die zweite Stadt haben, können wir Schluss machen, haben wir eine Stunde voll. Entweder wenn wir angekommen sind, je nachdem wie es da läuft. Oder mittendrin ist immer doof. Ich denke mal, ziehen wir dann durch, oder? Dann lieber ein bisschen länger, aber dafür zwei Städte abgefrühstückt. Jetzt mal gucken, ob das alles ein bisschen was bringt für. Ne, nicht wirklich. Kohlenhydrate. Eier sind mir eigentlich heilig. Die braucht man nämlich für unser Mega-Backfood. Ja, das war eigentlich ein richtig geiler Start jetzt, ne? Wir kommen mit dem Wagen an unserer neuen Basis. Voll mit guten Sachen. Voll gebacken mit guten Sachen. Ja, ist noch ein Stück. Wieder ein Kürbis. Kann man ja alles mitnehmen. Gibt einen Samen und ihr habt immer ein bisschen mehr Reserven übrig. Ah, gleich wieder Platz für den nächsten. Die findet man eigentlich recht sehr oft. Wahrscheinlich auch wegen der Farbe, ne? Fallen halt mir ins Auge. Wenn ich jetzt die Landschaft hier nochmal anzeigen würde, dann werden die immer noch relativ gut sichtbar. Da ist die Zwiebel, glaube ich. Zwiebelsamen sind wichtig für unser Superessen. Okay, falsch gesehen. Ja, die Ausdauer geht echt hoch. Kann ich keine Bambis essen, dann habe ich auch Kohlenhydrate, oder?
Aber wir haben 100. 100 Ausdauer. Müssen sie nochmal hochkommen lassen. So, einmal durchspritzen, dann mache ich eine kurze Pause, drehen wir ein Zigarettchen. Oder jetzt. Hier ist ja noch eine Maisglanze. Dann muss ich jetzt die Ausdauer hochkommen, während ich mir einen drehe. Da oben ist, glaube ich, noch ein Kürbis, ne? Also eine Melone. Geradeaus durch. Fast am oberen oberen mittleren Bereich. Oder ein Stein. Wahrscheinlich eher ein Stein. Sehr klein. So. Hey, ich habe mich total verhauen. Das hier dürfte das Meer sein, quasi, ne? Meerausläufer. Aber ich glaube, hier gibt es keine Fische. Deswegen sind ja extra eingemalt die Fischrunde. Ich kann mal eben gucken, ob es da Fische gibt. Ne, aber nur flaches Wasser. Unten ist noch Huhn. Das von hier aus erwischen? Darf sich aber nicht bewegen. Mal stehen. Er ist zu weit weg. So, die Ortschaft ist dort. Also jetzt Richtung Westen, genau. Der Küste entlang quasi. Das Problem hält bis zum nächsten Kürbis. Gut, wir sind fast da. Wir sind fast da. Da ist das erste Haus. Jetzt Schlachtplan. Ach, wir müssen in der Mitte erstmal. Ihr könnt natürlich auch sagen, sobald wir die Blaupause haben, hauen wir ab. Könnten wir, aber echt jetzt. Aber ich wäre natürlich schön, wenn wir noch ein bisschen mehr Kevlar finden würden, dann hätten wir nämlich auch noch gleich den Helm. Und ich bin gespannt, was für Blaupausen es hier gibt. So, hier ist schon mal keine. Jetzt vielleicht einfach mal das hier, dann das halten gleich.
nichts. War das fast nie was? Also wir hassen nämlich, also eigentlich normalerweise nie mit Trockenziegel auch nicht. Das kann man alles selber herstellen. Die kann man selber herstellen, die Kartoffelpaste. Einfach aus drei leeren Teller und der Kartoffel habt ihr eure Sonnenschutzpaste. Hilft bei Sonnenbrand. Denn Sonnenbrand ist echt nervig. Dann ist nämlich permanent die Ausdauer und damit eure Geschwindigkeit weg. Guten Tag. Sechs Nägel. Kann man dann noch einen Wagen bauen? Keine Blaupause. Ah, Kevlar. Das habe ich gerade noch erwähnt. Kevlar und Tuch. Sechs Kevlar und ich weiß nicht, vier Tuch oder so. Schön, ganz gute Sachen, aber tut doch mal, den Blaupause war nicht. Was war hier noch? Ah, das war der Trockenziegel. Seil. Knochen. Und das war's. Wenn das Huhn hier irgendwo in der Tappe verpackt ist, dann hole ich jetzt auf jeden Fall. Nehmen wir alle in der anderen Kiste. Knochen auch. Gut. Mal hier eine Samenkiste draus. Tuch haben wir in der anderen. Dann hier auch die raus. Also wir haben vier Kevlar mittlerweile und fünf Tuch. Gut, wir haben jetzt... Da waren wir glaube ich gerade, ne? Oder? Ne, das ist das Haus da hinten. An der Straße. Doch, die Tür ist auf dem Wert, das hatten wir schon. Da fehlt noch das hier unten dann, mal. Da ist das Huhn. Nee. Na gut, dann jagen wir's. Mein Hühnchen. Dann nach Biotreibstoff. So, nochmal. Also wir hatten das. Haben wir gerade geguckt, also, da waren wir schon. Dann wäre das hier oder das hier. Entweder das hier im Süden direkt. Das da. Die Tür ist offen. Also bleibt nur das Haus da vorne. Ja, hier waren wir noch nicht. Tuch, cool. Noch ein bisschen Kevlar, dann sind wir so durch. Sind wir so weit. Brauchen wir beides nicht. Aber Blaupause ist ja nichts, ne?
Gut. Dann haben wir die Seite fertig hier. Dann geht es da weiter mit dem kleinen Haus, quasi rechts. Hat nur eine Tür. So, dann ist direkt südlich noch ein Haus. Kann man nämlich leichter übersehen bei der Karte. Schön, wenn man noch ein bisschen besser reinzoomen könnte. Dachte gerade, wir haben bisher wenig Eier gefunden. Da ist die Blaupause, die erste. Wasserhaus. Super. Das Einzige, was mir jetzt noch für mein Glück fehlt, wäre entweder Kevlar, cool. Wäre entweder die Öffnung eben. Wir haben so Solarbatterietechnologie, Webstuhl und Wasser. Jetzt brauchen wir entweder Solartechnologie, Modultechnologie oder die Windturbinentechnologie noch, damit wir auch Strom irgendwo herkriegen. Wir können sie zwar speichern, aber wir können keine einspeisen. Gut, was ist das hier? So, die haben wir. Da kommt jetzt das dicke Haus hier. Da ist auch ein Wendy. Das war Kobalt. Mann. Oh, ich bin ja voll. Die hier. Es gibt auch viele Tiere irgendwie immer in den Ortschaften, ne? Ist mir aufgefallen. So, oben. Oh, schon, ja. Gut, dann zählt nur noch ein Haus. Denkt mir, oder? Wir haben 6 Kevlar. Cool. Das reicht also schon. Ich glaube, da fehlt nur noch das Haus da hinten, ne? Ich glaube schon. Fischöl. Nochmal Kevlar. Der Witz ist, ich habe es dann nach nie wieder gebraucht, ne? Aber wenn man den Helm hat. Hier oben. Ah, toll. Ich habe wieder meinen Fall. Ich habe irgendwo eine Blaupause übersehen. Wir wollen mal da hinten das Haus an. Aber ich habe es noch gar nicht gesehen hier. Kann sein, dass es hier ist. Leise. Ja, schade, chemisch.
So, auch alle, jede Technologie ist natürlich gut. Oh, schon überladen. Wasser muss ich auch mal trinken. Aber wir sind durch. Wir können jetzt direkt weitergehen zu unserer neuen Basis. Feder. Brauchen wir nicht. Auch nicht. Jetzt auch gleich leer machen unten. Eisenerz. Und überladen, aber okay. Das Stückchen schaffen wir jetzt noch bis zum Wagen. Schon mal den Wagen. Das Gute am Wagen ist auch, dass man den immer auf dem Radar sieht und auf der Karte. Ich habe mich von irgendwie auch beim ersten Run habe ich dann meine Kiste verloren und die Blaupause nicht gefunden. Habe ich gedacht, okay, hey, jetzt habe ich die Schnauze voll. Jetzt starte ich noch mal neu. Rum. Gut, im Prinzip. Da ist er. Der ist ja auf dem Dach. Guck mal. Und wieder runter. Nö, der hängt ja fest. Okay. So, nächster Halt ist unsere neue Basis. Wir haben insgesamt genau 1 Stunde 8 Minuten. Dann sage ich mal, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ist halt mal ein anderer Form des Starts. Wir haben den Fokus halt gesetzt auf Technologien, aber dass man natürlich relativ schnell 10 Nägel zusammenbekommt, ist natürlich auch sehr geil. Und dann kann man sich hier den Wagen bauen. Und das erlaubt einem eigentlich noch viel mehr Loot mitzunehmen und das als Startkapital mit in die neue Basis zu bringen. Wir haben einiges an Eisen dabei, das braucht man am Anfang natürlich ganz besonders viel für Nägel und so weiter. Insofern denke ich mal, haben wir einen richtig guten Start hingelegt. Und wenn wir jetzt noch Glück haben, kriegen wir eine von den beiden Stromtechnologien. Bestenfalls die Solar, weil die einfach effektiver ist am Anfang und man nicht so tonnenweise Aluminium braucht. Die Solarmodultechnologie, dann könnte man nämlich damit direkt anfangen. Und das Wasserhaus bauen und im Winter schon mit einem Gewächshaus mit Wasserversorgung starten. Okay, ich sag mal bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Euer der Germany. Ich starte dann beim nächsten Mal direkt hier weiter. Bis dann.